Gentlemen, if you'll take your seats. And, welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War, James Harrell. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Urentia Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty, but that's another conversation. Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the sanguisuja's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bods have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby sanguisuja's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Alles klar, Schocker, innovatives Gerät, das vom RI zur Aufhebung von vampirischen Illusionen konstruiert wurde. Es wird an der linken Hand getragen und dient der Unterstützung im Kampf, da es bei Bedarf einen Lichtbogen erzeugen kann. Drücke Q, um zu blocken. Der Schocker kann Gegner unter Strom setzen. Q drücken, um einen angreifenden Gegner, mein Gott, unter Strom zu setzen und für die E-Kombo anfällig zu machen. Alles klar. Mein Gott. Alles klar. Gut, bisschen hier in die Tribüne reingebackt, aber macht nichts. Neuer Vorteil. Hier, E-Kombo. Mehrfach drücken, um schnelle Nahkampfangriffe bei nächsten Stunde. Ja, okay, was ist das? Schockerblock. Ach so, mit neuer Vorteil meinen die hier einen neuen Fähigkeitenbaum. Alles klar. Okay. Okay, und ein so ein Storyteil fehlt mir noch. Das würde ich ehrlich gesagt sehr gerne finden. Ja gut, hier wird es schon nicht sein. Nee. Nee. Dann gehen wir weiter. Schocker heranziehen. Der Lichtbogen des Schockers kann Gegner, die in ihrer Lebensenergieanzeige durch Höhe markiert sind, heranziehen. Q und S.
gedrückt halten, um gegen den Harz und den Sturm zu sitzen. Alles klar. Das ist ja so ein Block-Move, der ist mir bisher immer schon abgegeben. So ein bisschen. Den habe ich so ein bisschen vermisst. Ja, und jetzt wird es mir hier jedes Mal angezeigt, wenn hier so ein. Wenn sich hier so ein neuer Zweig öffnet. Toll. In so einer Umgebung geht die Framerate ordentlich in den Keller, fürchte ich. Boah, das war sehr hell. Oh, ich hoffe, dass ihr euch dieses Video hier bei in einer hellen Umgebung ansieht, weil sonst. Uff. Alles klar. Nee, nee, nee. Auf den wollte ich nicht schießen. Eigentlich will ich, dass du hier auf die kleinen Madenviecher oder was auch immer das ist, schießt, aber gut. Ah, da. Bisschen Schaden genommen, kein Problem. Die Viecher kann ich auch mit dem Schocker heranziehen. Interessant. Infizierter Olm. Unter RI-Wissenschaftlern besteht kein akademischer Konsens darüber, wie oder warum in den Eingeweiden des Olms ein giftiger parasitischer Wurm wächst. Der Olm verschleudert diese Würmer. Das sind eher so Zecken, oder? Weil ich meine, unter einem Wurm stelle ich mir jetzt was anderes vor. Aber gut. Der Olm verschleudert diese Würmer als Verteidigungsmechanismus und sie explodieren beim Aufschlag. Manche vermuten, dass sich bestimmte vampirische genetische Eigenschaften mit Darmbakterien vermischen, um diese neue Kreatur hervorzubringen. Andere glauben, dass durch
Vampirblut, mikroskopische Parasiten übertragen werden, die zu Larven heranwachsen, sobald sie vom Wirtskörper aufgenommen werden. Olme sind zwar nicht sonderlich intelligent, im Kampf jedoch extrem gefährlich und unberechenbar. Okay. Boah, schnell raus aus dieser Umgebung. Bin ich hier noch beim Institut? Weil ich meine, das hier, das sieht irgendwie so... Ich weiß ja nicht. Und hier die Klippe. Jess, thank Christ. Where's my father? Still kicking ass, last time I saw him. Old fool thinks he's still in the field. Listen, he wants us to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it and I'll find Harrow's pampered ass. Meet me out front. Never thought I'd have to blow up my own house. Hold on, pal. You're gonna be fine. You okay, Agent? Just hold on. Das ist auch... Unser Partner war ja jetzt auch irgendwie der Einzige, der nicht bei der Versammlung dabei war. Also wirklich so, wirklich absichtlich. Das ist schon so ein bisschen... Okay. Wieso soll ich den Schalter drücken? Alles klar. Um das Tor aufzumachen. Okay. Gut. Bisschen besser. Okay. Schockersprung. Mit dem Lichtbogen des Schockers kann man einen Sprung auf Gegner machen. Q und W gedrückt halten, um zu einem Gegner zu springen und ihn unter Strom zu setzen. Alles klar. Klar. So, hier gibt's noch mal Money. Ja.
Nur zur Sicherheit mache ich das weg. Ist das eine Ritterrüstung? Nee, sieht irgendwie aus wie ein Taucheranzug, so ein Alter. Gut, sonst gibt's hier wohl nichts, dann gehe ich weiter. Ach du Schande. Ja gut, da komme ich bestimmt irgendwie hin. Und da auch. Sind die Köpfe. Shut your ugly traps. Das sind die Köpfe von den Viechern. Die Köpfe leben weiter. Das ist interessant. Die Köpfe leben weiter, wenn sie vom Körper getrennt wurden. Aber was ist dann mit dem Körper? Regenerieren die dann den Körper oder regeneriert der Körper dann einen neuen Kopf? Wie? Das ist irgendwie. Joseph Warren and great grandfather Dick. To find the Tick headquarters, he let the Brits take him captive. Would love to have seen the surprise on their faces when he incinerated those Tick nests and saved their royal asses. Tja, das Geld hier nehme ich noch mit. Eine Kanone! Ja, ich weiß, dass ich genug Geld für noch eine Verbesserung habe. Meine Güte. Abschuss oder Glückstreffer? Glückstreffer brauche ich, denke ich, eher. Als hier das Ding. Nee, hier ist nichts. Hier ist, Moment. Kann ich nicht einfach. Tatsächlich. Mir fehlt noch. Ach nee, hier sind wir ja. fünf Geld. Ja, doch, Geldbündel fehlen mir noch. Alles klar. So, da kommt man irgendwie rauf. Oder von da kommt man runter. Nee, da oben geht's weiter. Oder wieder? Nee, von da oben sind wir gekommen. Eieiei. Schon ein bisschen verwirrend. Aber gut. Yo. Thank you.
Alles klar. Gut, jetzt entkomme aus dem Lager. Alles klar. Wieder zurück? Nee, hier lang. Aha. Money. Money. Nee, da kommen wir doch erst jetzt hin. Ja gut, dann geht's jetzt wohl rauf. Auf. Ja, und rüber. Now to find my father. Finde William, alles klar. Nochmal Geld, nice. Oh, das ist wieder eine Kampfarena. Okay, da ist TNT. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Was zum Teufel bist du für ein hässliches Vieh? Alles klar, einfach mal in der Mitte zerteilt. Was? Neuer Vater, was? Icarus, hä? Drücke M zum Ansehen. Was? Ein elektrischer Vorteil ist verfügbar. Gib einen Vorteilspunkt aus, um ihn zu aktivieren. Die Anwendung verbraucht Energie, um mächtige Effekte auszulösen oder mehr Schaden zu verursachen. Mitten ins Schwarze. Icarus. Lässt ein Energiebündel fallen. Okay. Ich muss anscheinend das hier jetzt aktivieren. Ja. Schockwellenschlag. Benötigt Energie. V gedrückt halten, um nach vorne zu springen und einen mächtigen Druckwellenangriff auf dem Boden auszuführen. Gegner im Umkreis erleiden erhöhten Schaden und werden niedergeworfen. Durch deine Bewegung wird die Richtung des Angriffs bestimmt. Alles klar. V. Schließen. Ja, habe ich gerade gemerkt. Oh, das ist aber... Der hat aber einen richtig minimalen... Also... Effektivitäts... Eis. Ach komm. Ja gut, so ganz habe ich es mit dem Block noch nicht richtig raus. Aber das kommt schon noch. Da komme ich noch schon noch hinter, wie das richtig funktioniert. So. Von da bin ich gekommen. Geht's wohl hier weiter. Alles klar. Und das lädt eine Batterie wieder auf. Okay.
So, Hautlose. Hautlose traten zuerst in der Kultur und Folklore der Gula auf, sind jedoch kein Mythos. Im Gegensatz zu normalen Sanguisuge können Hautlose sich keine eigene Haut wachsen lassen und jagen deshalb Menschen, um an deren Haut zu kommen. Früher glaubte man, dass ein Hautloser, der die Haut seiner Beute trug, könne am helllichten Tag unter Menschen wandeln. Dies wurde jedoch widerlegt, da Hautlose nicht zivilisiert oder schlau genug sind, um sich glaubhaft als Mensch auszugeben. Da ist doch noch Geld. Alles klar. Geht wahrscheinlich nicht. Ne, geht nicht. Alles klar. Alles klar. Ideal war es jetzt nicht. Weg, 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 weg. Hätte man besser machen können. Man hätte sich nicht so oft treffen lassen müssen. Aber ich bin nicht gestorben. Darauf kommt's an. Ich möchte gerne da rein, danke. Schon haben wir genug Geld, um die dritte Verbesserung zu kaufen. Mehr ist im Moment sowieso nicht. Ja, mehr gibt es im Moment eh nicht. Ja gut. In die Luft. Also hochschlagen und dann mit Einzelschüssen abknallen. Nicht Schnellfeuer. Ganz wichtig, nicht mit Schnellfeuer kompatibel. Also hier einzelne Schüsse. Einzelne Schüsse setzen, so. Das ist das Büro vom Alten. Und hier läuft irgendwo ein Plattenspieler. Wieso? What is this?
Get him out of here. I got this. Don't be cross with me, Father. I couldn't leave you at the mercy of these savages. If you not do that, you fleshy toad! You nearly hit him. From Dusk Till Dawn. Alles klar. Gut, dann würde ich aber sagen, war's das auch schon wieder mit dieser Folge. Und wir sehen... Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit dieser Filmsequenz hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.